Jetzt. 3, 2, 1, go. Und wir sind in-game. Ich bin bei Smooth, du auch? Ja, ja, genau. Okay. Smooth natürlich mit Orange. Natürlich. Ist Flanke, wie immer. Dann verliert er das Game. Wenn er Orange die Flanke spielt, dann ist es over. So, Horus hat gewonnen, wir können Ende. Alter 4, Ende. Nächstes Spiel. Also, Smooth Criminalo mit Inkas. Und Horus mit den Tataren. Das heißt, für beide keine Option mehr im Turnier. Also für Smooth die Inkas, falls er weiterkommt. Und für Horus keine Tataren mehr im Turnier, falls er weiterkommt. Finde ich eigentlich auch ganz, ganz gutes Hiff so. Für die erste Runde zum Verballern. Sind jetzt nicht unglaublich schwach. Gegenteil, ja, können halt ich, beide, ne? Das, was sie. Also, ich finde Tataren noch einen Ticken stärker, weil die können beides spielen. Gut, wie, also, sie können halt gut Archer spielen, kriegst Summering for free. Ja. Später dann Parches, wenn du auf Kev Archer gehen solltest, wenn es dazu kommt. Ja, schwierig, aber. Und natürlich dann Inka mit einem kleinen Eco-Bonus halt, dass sie jetzt eine Lama haben. Ist ja wirklich ein geringfügiger Eco-Bonus, aber man nimmt, was man kriegen kann. Richtig, ja. Man muss weniger Häuser bauen, auch praktisch. Und natürlich können straight, können super Arte spielen. Kaff ist eher schwere Sache, aber... Geht aber, theoretisch. Xolotl Warrior ist möglich. Also theoretisch. Halt, werden wir wahrscheinlich nicht sehen. Nee. Also weiß ich nicht. Smooth ist ja manchmal für Überraschung gut. seine Map sieht ganz gut, weiß ich nicht. Ich finde sie eigentlich gut. Sieht okay aus. Er hat ziemlich geschlossen, also die Ressourcen. Smooth hat auch eine traumhafte Map. Na, die Mineralien außer Stein sind halt alle so ein bisschen außen. Ne? Aber ja, das Main Gold auch nicht, weil ich bin nicht bei Smooth. Ja, ich bin bei Smooth. Bist du auch bei Smooth? Das ist auf einem Hill an der Seite. Ja, aber guck mal, er kennt Woodline, von der Woodline zur Woodline. Zu der Woodline hat er hinten direkt links. Er muss halt vorne da relativ knapp zu machen. Ja. Und das Mainstone, das eine extra Gold ausbohren, aber er hat ja einen Stone hinten. Er hat Stone hinten. Also er kann eigentlich schön zwischen den Woodlines wollen. Ja, und gucken wir auf Horus Map. Er hat Tataren, hast du ja schon gesagt, die können Archer oder Kev Archer und die können auch theoretisch Kavallerie spielen. Ja, genau, können eigentlich alles. Haben eigentlich auch gute Optionen da. Die Boars sind undankbar, fällt mir gerade auf. Beide hinter der Woodline, ey. Das ist ja schon wieder gecheatet. Wenn wir da einen Wildstern sehen. Also da hätte ich wahrscheinlich nur einmal angeschossen. Ja, mache ich grundsätzlich. Da habe ich ganz oft, dass sie umdrehen. Warum auch immer. Ich habe auch öfter, dass sie beim zweimal umdrehen. Ja. Aber ich glaube, er kriegt's hin. Wenn er aufpasst, den einquartieren. War okay. Wobei manchmal schlägt das Bohr irgendwie 10 Meter weit. Genau, manchmal schlägt es auch gefühlt schneller zweimal hintereinander. Ja. Horus Map ist, denke ich, auch in Ordnung, würde ich sagen. Wir hatten Smooth gescoutet. Okay, Smooth sehr wenig gescoutet. Und lamed er? Smooth lamed alle Sheeps. Oder alle, die noch da standen. Gegen Tataren, also, gar nicht so dumm, finde ich. Also, war ja bis jetzt sympathisch, der Junge, ne? Ja, fand ich nicht. Fand ich nie. Er schickt die hinter die Woodline. Ja, okay, da vielleicht findet er, wenn er das nächste Bohr holt, halt. Könnte jetzt, er läuft genau rein, wenn er das zweite Bohr holt. Ja. Aber er schickt auch seinen Scout noch zur Sicherheit mit dabei und dann passt das. Ich mach mal einen Poll. Gegen Tataren wäre es jetzt sogar noch teurer gewesen. Die haben den Bonus jetzt 50% eben mehr haben. Ja, das ist richtig. Oh, jetzt steht der Will aber. Jetzt stand das. Der Will aber nah am. Ja, no risk, no fun. Alien Smooth steht für Lamer. Ja. Ja. Offensichtlich. Horus leider ein bisschen Idle Time jetzt gerade. Okay. Ist jetzt ein Dorfwohner hinten. Der Sat fragt dich gerade was, ich kann es ja nicht beantworten. Bist du irgendwo im Discord und Leute joinen die ganze Zeit? Nee. Hast du einen Discord nicht auf stumm gestellt? Das kann sein. Moment. Den neuesten, irgendeinen. Ja, kann schon sein. Ich mach Discord mal fix aus. Ich hab jetzt keinen Bock, irgendwas zu suchen, aber vielleicht ist er auch einfach bei Desert, weil der noch in irgendeinem Server rumhängt. Bei Desert doch nicht. So, jetzt zumindest. Oh ne, es war tatsächlich meine Schuld, glaube ich. Obwohl, der Rest hört auch nichts, also von daher ist es nicht meine Schuld. Sorry, was wolltest du sagen? Ich wollte gerade sagen, ein Haus zu viel von Horus, aber ist okay. Better safe than sorry. Barracks. Die ziemlich früh kommen. Smooth hatte gerade 8 Idols oder so. Warte mal, was spielt Horus FC? Oh boy. Dann ist er aber ein bisschen spät dran mit Wallen und die Walls sind auch nicht so gut. Welche Walls denn? Er zieht jetzt gerade hinten Walls. Die auch hätte einfach zum Map ranziehen können. Das ist wirklich die.
Die einzige Stelle, wo er eigentlich nicht wallen muss. Ja, und vorne wallt er sein Gold, also integriert er das in die Wall. Eieiei. Von Smooth denke ich mal, komm, Archer. Ist das hier ein Disaster? Das könnte ein Mining Camp werden. Oder ist das, ist da ein Teil dazwischen? Man sieht es nicht so richtig. Ach, Downhill ist toller. Müsste ein Teil dazwischen sein, oder? Nee, doch, ist, doch ist ein Teil dazwischen. Okay, das sieht man selbst mit Cubebot nicht. Also pro Criminalo, dem kannst du nichts vormachen. Dem kannst du kein X für ein U vormachen. Perfektes Mining Camp, ja. Ja, klar. Ja, das Ding ist halt, das, also die Hills in diesem Spiel, da irgendwas zu sehen, ist eh unmöglich. Oh, ich habe nur Schafe gehört. Und das ja, ist ein Horus Scout ist leider dead. Was natürlich jetzt auch nicht gerade hilfreich ist, wenn man... Ey, der spielt nicht FC. Nee, aber es war trotzdem seltsam, viele Wills, oder? 21? Er hatte nach Loom, hat er noch 2 gequeued, deswegen dachte ich. Ah, okay. Wahrscheinlich. Move jetzt mit 21 ab. Also beide einen Dorfwohner Unterschied. In der Uptime und Smooth sowieso einen vorne. Eine Archery Range, halt auch Straight Archers einfach. Ja, hat Smooth kein Holz für eine zweite? Nee, hat er nicht. Okay. Smooth wallt sich auch, also nimmt Horus jetzt nicht auf die leichte Schulter. Und hättest du so gewallt oder hättest. Also ich hätte die Wall an seinem Gold noch ein bisschen versetzt. Und ich hätte zur nächsten Woodline. Also ich hätte die, wie gesagt, die Woodline und dann Smooth. Da hast du nämlich ein Safe Gold. Ja, das ist schon weit, aber ich hätte vielleicht vom äußersten Ende der Woodline runter gewallt dann zum Karten. Horus übrigens mit interessanten Walls, sag ich mal so. Einmal rundrum, aber lässt so einen Korridor zum genau. Reinlaufen. Es ist wahrscheinlich so eine Death Trap. Ja? Und Czerny bemängelt, dass es hier kein Tower Rush gibt. Ja. Und hier, die Zuschauer haben sich entschieden für Smooth Criminalo. Ja. Eindeutig, 100% der Stimmen bekommen. Double Range. Die Punkte natürlich auch eindeutig für Smooth. Oh ja. Das sieht aus, als ob man Dorfwohner verloren hat. Ich hoffe, Horus denkt jetzt nicht, dass er gewollt ist. Wie soll er das denken? Weiß ich nicht. Er sieht also ja alles. Er sieht's. Ja, klar. Er sieht es. Kommt da noch was, oder? Ist da ein Haus? Bau doch die Häuser hier, Junge. Egal. Boah. Scouts. Wenn da nachher was durchkommt, dann alles. Double Stable Scouts? Das wird... Uiuiuiuiui. Kann man machen. Jetzt mit Double Bit-Axe. Boah, das wird aggressiv, also auf. Dann ist auf jeden Fall gut von Smooth, dass er sich wallt. Aber wie gesagt, Davis Scouts. Horus sollte sich auch wallen. Schafft Smooth noch zu wallen, ist die Frage. Nö. Also, er sieht es, aber nein. Horus passt auf, er verhindert es, sehr gut. Der fällt, der will, wenn er denkt. Der will fällt, ja. Außer ja, Smooth rennt irgendwie weg. Nee, der ist tot. Okay, die Archer kriegen... Ohne Fletching hat auch nicht wirklich viel gegen Scouts erstmal. Ja, machen. Also das Scout-Play, wenn er produzieren kann weiter, dann sieht das gut aus. Er hat halt nur 6 auf Food Horus, ne? Das ist ja, jetzt auch erstmal idle. Jetzt muss er viel gucken, zu wenig. Jetzt muss er dann wirklich schnell Farm enden. Ja. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich finde halt grundsätzlich dann wahrscheinlich besser die 2 Stable Nows und ein Konstant produzieren, dann lieber Heavy Scouts machen mit Death Upgrade, weil dann machst du auch relativ gut, tradest du ziemlich gut gegen Archer. Und jetzt ist er an der Mühle, jetzt kann er auch nochmal mindestens einen Will picken, wenn er. Okay, nee, kann er nicht. Wird er Angst haben vor den vielen Archern? Muss er vor denen Angst haben? Nö, kann er eigentlich fighten. Kein Fletching kann er clearen, theoretisch. Ja, wenn er mit einem Scout ein bisschen hin und her läuft und dann... Also unterm PC kann er jetzt erstmal haust. Spearman noch keine Funktion mehr. 300 Food jetzt. Jetzt kommt noch die Schmiede. Jetzt würde ich jetzt, wenn du so wenig Food hast, dann statt der Schmiede lieber mehr Farms enden. Weil sonst hast du jetzt... Er hat jetzt damit Stable Gold, produziert aus keinem der beiden Stable mehr. Genau. Produziert jetzt nur, in Anführungszeichen, Dorfwohner. Kriegt jetzt... Schöner Uphill-Fight. Kein Ding. Kriegt ja auch extra Bonus von genau, mit Tatan ist natürlich super. Wenn er den Hilda campt irgendwie. Aber die Scouts sind halt schon sehr low. Ja, jetzt hier das Smooth wahrscheinlich auch ohne Fletching. Smooth hat. Ja, kann auch noch gar kein Fletching haben, weil die Barracks wurde ja denied. Ja. Entschuldigung. Die Schmiede. Die wird jetzt eröffnet mit einem Low Will. Das ist aber auch. Also arrogant. Abgehoben und arrogant. So campt man ihn. Horus jetzt mit einer defensiven Range, finde ich eigentlich gar nicht dumm, weil er hat ja die Archer gesehen, ein paar Skirms dazu, aber er produziert halt, doch, jetzt produziert er wieder Scouts. Schmiede hat er nicht, oder? Doch, hat er auch. Doch, hat er, ja, deswegen, er hat ja lieber die Schmiede geedet, anstatt dann mehr Farms. Oh, Smooth ist offen. An seiner Woodline. An der, beim Gold. Oh ja, overdraft, aber... Das Ding ist, eigentlich sollte Horus jetzt eh keine Zeit mehr haben, wenn Smooth jetzt den Druck einfach oben hält. Theoretisch nicht, ne. Smooth
Hat wahrscheinlich langsam Ressourcen, aber immer noch kein Fletching. Relativ viel Holz gerade noch. Ja. Also noch kann Horus hier... Und ein zu wenig auf Gold. Noch kann Horus hier alles wegballern. Und ein sehr spätes Horse-Color auch von Smooth. Na, mit Archer geht das doch, oder? Er hat aber schon 12 Farms geaddet und macht jetzt Horse-Color. Okay, das ist ein bisschen... Ja, okay. Dann würde ich es halt... Dann wird entweder gar nicht oder gar früher. Nicht mehr machen, er ist ja. Erst ein Castle dann. Horus jetzt mit einem Death Tower. Den finde ich ehrlich gesagt unnötig, weil er ja Skirms hat und sieht, dass sein Gegner noch kein... Noch kein Fletching hat. Da ist ein zusätzlicher Fletch, ich eh ein bisschen mehr da vorne, weil da... Ja, weil er verteidigt ja gerade gar nichts, ne? Die Archer können trotzdem aufs Gold schießen. Genau. Hat Horus Fletching? Nein. Nein, spielen wir einfach ohne Upgrades. Ja. Auch okay. Beide mit Schmiede, beide ohne Upgrades. Fair Play. Labyrinth Walls, ja genau. Das ist hier, wie gesagt, so eine Todeszone. Also wer Rimworld spielt, genauso macht man es da. Man praktisch so Death Traps baut. Aber ich finde es schön, dass Smooth da wirklich nicht reingeht. Smooth geht jetzt hinten rein bei der Woodline. Ja, aber ich finde es gut, dass er hier nicht reingeht. Horus also, jetzt übrigens mit Fletching muss er sich ja gedacht vor Criminalo. Und der kann jetzt eigentlich der kann die ganze Armee klären. TC. Hat er wieder was im TC? Ja, also eigentlich. Gerade hatte Horus. Achso, okay. Jetzt sind wir auf einer Woodline. Jetzt muss ich genau jetzt bist du auf die vordere Woodline. Wobei die halt auch nicht selbst. Er hat jetzt keine sichere Woodline mehr, weil er schlecht gewollt hat halt. Hätte er da mehr Brand, hätte er da safe in der Mitte Wood nehmen können. Ja. Jetzt geht er hier vorne zur Woodline. Ist auch okay, sag ich mal. Bis Smooth ist halt bemerkt, ne? Jetzt mit den Scouts kann er das theoretisch noch verhindern, wenn er mischt, okay. Er muss halt angreifen, bevor er Fletching reinkommt, aber er macht's nicht. So. Das Ding ist halt auch, er versucht dann abzuholen, aber da ist eh noch eine Lücke. Da ist immer noch eine Lücke. Zwischen der Schmiede und dem Haus da. Greif doch an. Do it. Ich verstehe nicht, warum die Skirms nicht hingegangen sind, bevor die Mauer durch war. Ja. Vielleicht dachte er, hat nicht genug, aber Skirms sind halt so viel besser. Vor allem mit Fletching und Death Upgrade. Ja. Also er hat ja beide Upgrades gemacht. Gut, das hat er jetzt erst, aber... Ja, okay, aber Fletching hatte er davor schon und das... Smooth jetzt ohne... Das sollte trotzdem reichen. Ohne irgendwas, drei Dorfhoh nach vorne. Smooth auch jetzt auf dem Weg zu Kassel, aber auch relativ... Also wahrscheinlich wird er auch keine... Also wird auch Schubkarre vergessen haben oder keine Schubkarre zumindest mehr machen. Bei dir ist er schon auf dem Weg? Nein, wahrscheinlich auch. Also ach so, mit, okay. Mit 730 Foot ist er... Ja, okay, alles klar. Genau. Er zieht sich jetzt auch zurück. Ja, mit Crossbow kommt er dann mal. Wird das Game wahrscheinlich beenden. Ja. Horus ist noch ganz schön entfernt. Er hat 130 Foot, hat auch nur 14. Ja, mittlerweile 18 Farmen. Horus muss jetzt gucken, dass er selber abkommt. Ja. Wir werden mal gucken, was Smooth jetzt spielen möchte. Je nachdem, wie viele jetzt noch auf dem Wood bleiben. Was denkst du, wird er machen? Und Smooth hat mittlerweile Fletching, ja. Ja, hat Fletching. Was denkst du, wird er jetzt machen? Er hat ja 21 auf Food, was ja enorm viel ist. Ich glaube, es sieht gerade so aus, ob er gar nichts macht und einfach so laufen lässt. Dritte Range aber, kommt. Dann sollte er welche von Food auf jeden Fall runternehmen. Wie viel hat bei 19 Food, dann hat er, wenn er oben ist, hat er dann gefühlt, also dann wird er fast 1000 Food haben. Ja, er bräuchte ein bisschen mehr auf Gold. Und, ja, er bräuchte ja genau. Ein bisschen und mehr Holz auf auch. Food, so 2-3 mehr. Wäre nicht. Ja, er braucht auf keinen schlecht. Fall 19 auf. Okay, jetzt werden Eagles kommen, da braucht er trotzdem keine 19 auf Nahrung. Macaronis? Was? Schreibt Czerny im Chat. Smooth verzichtet wohl, weiß ich, auf Schubkarre, um schneller hochzuklicken. Dobby, er hat Schubkarre vergessen. Also Schubkarre sollte man eigentlich schon noch in Feudal machen. Hey, Bananarama, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ist egal auch, weil wir haben ja AOE 2. Der ist beste Spiel. Den Gott unter den Videospielen. Smooth campt hier den Hill sehr gut, hat 30 Archer ungefähr. Ja, wenn die Crossbow sind, ja. Werden er gleich Crossbow sein. Genau, egal. Jetzt lässt er wohlweislich auf die. Ich glaube, er muss jetzt seine Armee auch zurückziehen. Weil er kann nicht nachholen. Oder? Ja, aber er kann theoretisch einmal. Also, er kann letztendlich alles Idle von Horus Wars, wenn er jetzt einmal mit den Crossbows durchgeht. Smooth macht Infanterie Upgrades. Ja, die hat er schon beim Abgang, deswegen habe ich gesagt, Eagles da. Hat er trotzdem zu viel auf Nahrung. Aber oder für die Dorfbewohner. Ja, okay, aber... Einfach, dass die nicht so schnell sterben gegen Archer. Ja, dann brauche ich nicht das Offensiv-Upgrade. Kommen Eagles. Ja. Und Thumbring auch direkt auf den Weg. Ja, okay. Alle wichtigen Upgrades. Also ich weiß nicht, was ist denn zu wichtiger, Ballistik oder Thumbring? Ballistik. Ja. Vor allen Dingen, wenn man denkt, dass vielleicht gegen Pferde was ansteht. Ja. Wenn man gegen Archer kämpft, vielleicht eher Thumbring, aber ja.
Klar, Czerny ist Herbst, da kommen Igel. Das ist ja Logo. Smoothie hat sogar mit einem Death Tower an seinem Gold. Also befürchtet da Harassment. Gürms. Ja. Ich weiß nicht. Gegen die Villager, also gegen Inka Wills, brauchen wir eigentlich. Also ja, auch so. Also, er könnte jetzt hier einfach mit den drei Ranges nach hinten produzieren. Crossbows traden jetzt nicht so schlecht gegen Feudal. Ja. Er ist jetzt bei Horus in der Base und schießt erstmal in Smooth-typischer Art. Also, klar, Häuser ein paar Anwohner und ein paar Häuser kaputt. Vier Wills hat er bekommen. Verliert jetzt erstmal zur Sicherheit seinen Igel. Sicherheit. Aber Horus, 666 Food. Nice. Gegen Archer will ich gegen Kaff Summering. Okay. Kommt halt drauf an, weil gegen Kaff ist halt schon, wenn die auf sie zulaufen. Wenn derjenige weiß, was er machen muss, dann ist. Ich glaube, Hera sagt andersrum, deswegen halte ich mich daran. Also im Archerfight brauchst du auf jeden Fall Summering. Da brauchst du Summering, auf jeden Fall. Im Straight Archerfight, wenn du nicht wirklich viel mehr Namen hast, brauchst du Summering. Macht das hier sehr gut, bleibt immer out of range. Ja, genau, deswegen meine ich ja mit Feudal, Skirms. Und jetzt sieht man halt, ob das Ballistik auch gut wäre. Statt bei Summering hätte ich einfach. Ja, er hat keine Uni, ne? Das ist es ja, halt. Deswegen ja. Also hätte ja. ich lieber gemacht als Ballistik. Ja. Genau. Also er könnte einfach fast Ballistik, auch, er hat auf jeden Fall die Rest. Auch zum Raiden ist es halt besser, Ballistik, wenn genau, die Bewohner wegrennen. Oder jetzt auch, man sieht's ja, ne? Einheiten rennen einfach weg und treffen nix. Ja, ich würde auch gegen Kaff eher grundsätzlich eher Ballistik bauen. Wobei Thumbring, also man merkt halt schon, gerade wenn man dieses Hit and Run macht, ist Thumbring schon angenehm, weil du damit halt Pferde noch schneller schießt. Sehr ja, oder einfach Äthiopia nehmen. Dann einfach nur Ballistik machen, dann ist es nicht so schlimm. Oder Tatam. Ja. Ja, da stimmt. Nur Ballistik. Ja, stimmt. Jetzt wird hier gesnackt. Nein, okay, geh doch rein. Jetzt habe ich die Uni gehört. Genau, Uni bei Smooth steht, jawohl. Jetzt sind auch wahrscheinlich auch Ballistik gleich auf dem Way. Auch ein gutes Zeichen. Okay, erstmal Holz-Upgrade. Auch oh, wichtig. Er hat nur 8, er hat nur 50 Wood gerade. Oh, da kommt aber das GG vor Ballistik. Von Horus hat sich. Ja, okay, da kommt jetzt auf der anderen Seite nochmal 20 Archer. Ist halt Archer Play schön. Hat sich ganz wacker gehalten, aber jetzt ist halt wirklich too late, sag ich mal. War ja schon EG. War auch noch gar nicht Castle Age. GG an Smoothie. 1-0 damit. Move. Und bisher, die Favoriten setzen sich durch bisher, ne? Kann man so sagen, oder? Ist jetzt kein Upset, ja. Ja. Obwohl, war Adi. Nee. Ernsthaft. Kann man schon sagen, die Favoriten setzen sich bisher durch. Ja. 1-0. Und damit die Inkas gebannt für Smooth Criminalo. Ich denke, das wird ihn nicht sehr schmerzen. Ey, glaube ich auch nicht. Finde ich auch, Smooth ist nicht so der Meso-Typ irgendwie, oder? Also wenn man ich habe das Gefühl, Smooth mag seine Pferdchen. Ja, oder halt seine Archer aus Britannien. Ja. Ja, genau, entweder die oder Pferdchen. Ja, genau. Also habe ich auch das Gefühl. Also ich spiele aber auch sehr ungern mit, also wirklich Mesos. Ja, stimmt, hast du mal gesagt. Ne? Außer Maya auf der Flank, mir fehlen auch Pferde. So, ich aber. Ohne Ballistik tust du aber viele Schüsse dagegen. Ja, wenn er geht, ja, klar, aber das Ding ist halt, warum kannst du Summering nicht voll ausspielen? Du kannst dich einfach öfter umdrehen. Also schießt halt schneller und kannst schneller weiterlaufen. Das ist schon nicht so unwichtig. Aber wir waren uns ja eigentlich einig, außer WLAN, dass Ballistik besser ist gegen Pferde und auch gegen Dorfbewohner. Ja, gutes Spiel. Smooth jetzt gar nicht so krass vorne, ne? Also 35 Wild zu 47. Ja, das ist halt der unfassbare Armee-Vorteil. Smooth hat genauso viel Armee, wie er Dorfbewohner hat. Ja, das, und, ist halt, das passiert schnell, wenn du Archer untouched bist und halt wirklich nichts verlierst, geht das ja, sehr, sehr schnell. Genau, dann ist halt, das ist halt schnell over dann. Können auch mal gucken. Horus hatte ja eine Zeit lang eine ganz okaye Skirm-Army. Hätte dann aber, glaube ich, abgehen müssen irgendwie. Ne? Markt schneller bauen und dann irgendwie Stein verkaufen oder was weiß ich. Gut, konnte er gar nicht, hat er einen Tower gebaut. Ja. Schlauchi wundert sich, dass Smooth keine Ritter gebaut hat. Ja, finde ich auch verwirrt. Das verstehst du nicht. Ich würde sagen, kannte einfach den Tech-Tree der Inka nicht gut genug. Hat sich verpickt. Ah. Ja. Nee, er ist gar nicht. Nee, Entschuldigung, Sostratos. Er ist dorfbewohnertechnisch gar nicht so weit. Nicht so krass wie jetzt zum Beispiel im ersten Game, wo einfach doppelt so viele Dorfbewohner der Unterschied war. Ja? Klar ist er weit vorne, gar keine Frage. Ich wollte gerade sagen, er hat dafür das auch ordentlich was gekillt hat, also. Ja. Genau. Weit vorne war er schon, ist fast doppelter Score, aber. Ja, er war schon weit vorne. Ich meinte nur die Will-Anzahl, die rohe Anzahl an sich. Ne? Und er hat ja viel gekillt. Guck mal, wenn wir jetzt hier schauen. Statistik. Also, Game ging auch so im Stimmt. Ja, wie gesagt, Smooth hat halt 1TC gespielt.
Weil ich, was ich gut finde. Schönes 1TC-Play. Ja, gut gemacht. Hier nochmal die Zeitlinie. Da sieht man ungefähr, wo es aus dem Ruder lief. Also, sie hatten beide fast dasselbe Villager High und das sollte eigentlich nicht sein. Ja.